Hallo und herzlich willkommen hier bei einem weiteren Video auf dem Kanal Frisch wie Toastbrot, deinem Yu-Gi-Oh! Kanal. Und heute gibt es mal wieder die wertvollsten, stärksten und die besten Yu-Gi-Oh! Karten. Heute wieder ein ganz besonderes Special, nämlich habe ich mir gedacht, Exodia ist mal heute dran. Ne? Und Exodia ist ja bei sehr, sehr vielen Leuten beliebt. Also viele spielen Exodia OTK-Decks. Ich persönlich gehöre leider auch dazu, zu den Typen, die dann für einen Zug mindestens mal eine halbe Stunde brauchen. Dafür erstmal Entschuldigung. Weil es ist ganz schön nervig, wenn man gegen Exodia-Decks spielt, weil sie eben auf Ziehen, Ziehen, Ziehen ausgelegt sind. Und das macht Exodia eben so besonders. Sie ist einer der wenigen Karten, die besagt, wenn man Exodia mit den gesamten Teilen auf der Hand hat, dann hat man das Duell automatisch gewonnen. Solche Effekte sind in Yu-Gi-Oh! Ziemlich selten, ist ja auch klar, weil man sich dadurch das ganze Spiel auch versauen könnte, wie das ja auch eventuell dem einen oder anderen schon bei Exodia aufgefallen ist. Das Duell gegen Exodia-Decks macht, wie gesagt, nicht wirklich viel Fun. Und jo, was könnt ihr für Preise erzielen? Wir fangen erstmal an mit den ganzen Gliedmaßen, die ihr dem Körper sozusagen dem Kopf zustecken müsst, denn bei den Gliedmaßen haben wir natürlich die zwei Beine, wir haben zwei Arme und die sind natürlich sehr, sehr entscheidend, um überhaupt diesen OTK logischerweise hinzubekommen. Und pro Gliedmaß oder Gliedmaße, keine Ahnung, bekommt ihr im Durchschnitt 5 bis 10 Euro je nach Marktsituation, und das ist anständig. Und damit ihr jetzt nicht durcheinander kommt, die wertvollste Karte von den Gliedmaßen bzw. die Serie ist die Legendary Collection 3, also aus dem Megapack ist die am meisten wert. Und für alle, die jetzt denken, ja, aber die ist doch schon früher rausgekommen. Ja, da muss man aber sagen, da waren noch niedrigere Raritätsstufen. Also beispielsweise waren die damals im Retro-Pack auch in Rare enthalten. Und hier haben wir sie eben aus der Legendary Collection 3 als Secret Rare. Und natürlich kommen wir jetzt auch schon fast zu der richtigen Exodia. Vorher will ich natürlich nochmal ansprechen, es gibt auch Exodia Necros. Für diese Karte könnt ihr im Durchschnitt 16 bis 30 Euro erzielen. Ist sozusagen der kleine Bruder von Exodia, die Verbotene. Und dazu, die habe ich auch schon in anderen Videos von den wertvollsten Yu-Gi-Oh! Karten angesprochen, deswegen mache ich das jetzt nicht mehr. Und heute das Highlight natürlich auf Platz Nummer 1 ist natürlich Exodia, die Verbotene. Und zwar der komplette Körper. 3 Sterne haben wir, eine ATK von 1000 und eine Defense von 1000, obwohl das eigentlich auch nebenrangig ist, wie viele Punkte sie im Endeffekt hat, weil, wie gesagt, am Anfang schon angesprochen, die Taktik beruht darauf, diesen Körper auf die Hand zu bekommen mit den Gliedmaßen und dann das Duell zu beenden. Für diese Karte, und jetzt haltet euch fest, sind Preise von 50 bis 100 Euro möglich, je nachdem, wie der Zustand der Karte ist und natürlich aus welchem Pack ihr es gezogen habt. Denn dieser Preis ist nur möglich, wenn ihr sie aus dem sehr, sehr alten GX Ultimate Beginners Pack 1 habt. Und wie der Name schon sagt, Beginners Pack 1, diese Serie steht auch schon lange nicht mehr zum Verkauf bei den offiziellen Läden zur Verfügung. Das heißt, das ist richtig was wert und für Sammler auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Schreibt mir eure Meinungen zu Exodia in die Kommentare. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Das war's hier mit einer weiteren Folge, die wertvollsten Yu-Gi-Oh! Karten. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao!